seht ihr die krassen Lichter. Wir sind gerade auf dem Weg zum Stadion in Sarajevo und das ist das größte Spiel im Land eigentlich. Yes, das heißt die zwei Sarajevo-Teams, ich glaube die erfolgreichsten Teams auch dieses Landes, spielen gegeneinander und ja, wir freuen uns. Die Atmosphäre ist krank hier. Leute, Side Note, es ist ein gefährliches Spiel. Also es ist ein kranker Rival. Ich will eh nicht über bosnischen Stolz und Inat reden, die sind krank, auf jeden Fall. Aber hinter uns Spezialeinheit. Nicht normal. Wisst ihr, was das krass ist? Wenn ihr mit einer Frau unterwegs seid, keiner fasst euch an. Ich wurde einfach nicht kontrolliert. Ich will alles reinbringen, ja, was halt, ich will. Die haben halt weniger Respekt, die gucken mich an, die machen so. Dankeschön, Bruder. Ich mach schon meine Arme auf, der sagt, lauf durch. Kenner, wer sitzt dort? Die Hooligans der Roten. Ein Eintrittsticket. Hi. Wir sind rein ohne Kontrolle, chillig. Ich hätte ein Ticket gar nicht kaufen müssen. Wohin? Ich sag, hier ist alles voll. Also ich sage euch ehrlich, die Vibes hier sind anders krank. Ihr habt gerade gehört, wie die gesungen haben. Das war anders krass. Auf jeden Fall sind die Vibes hier richtig crazy. Was denkst du? Geil, laut. Ich mag es, wenn es so hitzig ist. Ich mag so Spiele. Keiner sitzt, alle stehen. Alle stehen. Und ich weiß auch, dass die Hälfte ein Ticket für 5 Mark hat, was eigentlich da drüben oder so ist. Die sind alle hier. Die sind alle hier. Hier ist alles anders voll. Wir haben die teuersten Tickets geholt, weil wir dachten, es wird leer. Andere Liga. Wir stehen da auf der Treppe. Wir stehen hier. Achtung, Anstoß, ihr könnt mitschauen. Also kurz, damit wir euch das Game erklären. Da hinten sitzen die Blauen. Wir sind gerade hier komplett bei den Roten, weil das ist Heimspiel quasi bei den Roten. Die Heimmannschaft ist gerade die Roten, die Bordeaux. Und die Blauen eigentlich sind die Weißen jetzt. Und ich glaube, der braucht noch ein bisschen, der hat Bauchschmerzen oder so. Wir drehen kurz in die andere Richtung. Da hinten sind die Hooligans der Roten. Da hinten sind die Hooligans der Blauen. Yalla, bismillah. Das ist gefährlich. Wir suchen uns jetzt gescheite Plätze. Freie Sitzplatzwahl hier. Scary, aber es geht ab. Es geht ab. Es ist auch laut. Wir haben uns jetzt extra nach vorne gesetzt, weil hier leer ist. Wir haben keinen Bock auf viele Menschen. Ja. Man sieht wieder gar nichts. Irgendwelche Bengalos und Böller und irgendwas. Was sagst du? Ich bin konzentriert aufs Spiel. Foul, 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 foul. Wie vielte Liga ist das? Das ist die erste Liga in Bosnien, aber man. Keine Ahnung, es fühlt sich richtig an, was man im Fernsehen sieht, was man hier sieht, komplett unterschiedlich. Thank you.
Leute, gerade war ein Tor, Spiel unterbrochen, weil man nichts sieht. Also man sieht legit das Tor, der Blaue nicht mehr. Man sieht gerade so das Licht da oben. Der Bruder führt absolut. Esma führt mit. Nach 5 Minuten Verzögerung geht's weiter. Leute, wir sind schon bei der 36. Und es geht immer noch so ab. Also durchgehend nonstop, es ist krass. Freshe 3 Minuten nach Spielzeit 1-0 steht's aktuell. Einmal Wasser, mehr gibt's hier nicht. Alright, beautiful people, Sarajevo 2-0. Jetzt geht's zweite Hälfte. Also, let's go, nächste Hälfte. Also, wie gesagt, es ist hier zwei Rivalen auf zwei verschiedenen Seiten. Da einmal dort, die abgehen, und einmal die, die dort hinten abgehen. Und das Krasse in dieser Geschichte ist einfach, hier sind alte Menschen, junge Menschen, Kinder, alles zusammen, alle sind da, alle schauen, alle fiebern mit. Vielleicht seht ihr es. In der Mitte von den ganzen Fans gibt es eine Palästin-Flagge. Die Leute sind awake, sie wissen, was abgeht und sie fühlen anscheinend mit. Leute, Weitwurf haben die alle hier rasiert. Sowas ist in ganz Europa verboten. Hier in Sarajevo, in Bosnien, macht es einfach so. Das ist das Normalste. Spiel wieder unterbrochen, weil wieder alles voll auf dem Feld. Das hört nicht auf. Ist schon ehrlich gesagt sehr creepy. Also wir sehen können, stehen wir die ganze Zeit auf einem neuen Platz. Leute, ich stehe hier im VIP-Platz, gell? Hier alles frei von mir. Kenan, der Süße, bleibt hier hinterm Gitter. Muss hier bleiben. Ich bin auf allen Beinen einmal. Das Ding ist halt, die Security-Man haben mich durchgelassen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich habe das nächste Tor aufgenommen. Ich habe das nächste Tor aufgenommen!
Mal hat einfach alle drei Tore gefüllt. Das Spiel insgesamt 90 Minuten, ihr wisst, das Esma hat maximal eine halbe Stunde gefüllt, inklusive Halbzeit, alles drum und dran, hat alle vier Tore mit inklusive Abseits-Tor auf dem Video drauf. Match day over today, we had a good match. So Leute, das war unser Vlog, Sarajevo vs. Sarajevo, Blau gegen Rot.